Hallo Leute, heute gibt es das erste Video für die neue Season. Heute werden wir Legendenfahrt pushen, also das Video wird lange sein. Und ja, bevor wir jetzt mit dem Video anfangen, würde ich mich auf ein Abo sehr freuen und auf ein Like genauso. Und jetzt werden wir erstmal anfangen mit unseren Belohnungen. Wir öffnen hier erstmal unsere Kronentouren. So, let's go. Dann haben wir hier noch einen Lucky Drop, Leute. Hoffentlich kriegen wir jetzt einen legendären. Ja, kriegen wir doch nicht. Nicht mal einen selten kriegen wir, perfekt. 20 gewöhnliche Joker, nimmt man mit. Dann haben wir hier noch ein paar Belohnungen, die nehmen wir auch mal mit. 6000 Gold, geil. 2500 ET Joker sind auch geil. So, jetzt haben wir noch ein paar Goldtruhen zu öffnen. So. Öffnen wir die auch mal kurz. Let's go. Dann haben wir hier noch. Ach so, erst in 39 Minuten, perfekt. So, das wird jetzt unser Deck sein. Mit diesem Deck werden wir jetzt pushen. Wir haben hier noch ein paar Elite-Joker. Die klatschen wir auf den Phoenix drauf. Perfekt. Und falls ihr noch meinen Clan wollt, heißt mein Clan Yuutemirachcer. Ist ein sehr aktiver Clan. Und ich würde mich auf neue Mitglieder freuen. Und was mich auch noch freuen würde, ist, wenn wir die 99,1% auf 90% verringern. So, Leute, das ist jetzt unser Deck. Und jetzt mache ich kurz die Kamera an und danach legen wir mal los. Perfekt. So, ein bisschen mehr nach unten. Perfekt. So, werden wir jetzt direkt mal loslegen. Let's go. Unser Ziel ist es jetzt, Meister 2 zu kommen. So. Perfekt. Okay. Let's go. Jetzt haben wir einen Ritter. Direkt Ritter auf dem Feld für die Evolution. Okay, jetzt spielen wir gegen XLX. Keine Ahnung, wie der heißt. Wir bringen jetzt direkt unseren Giftzauber. Perfekt. Die Crackerin geht drauf. Wir können direkt mal in den Friedhof reingehen. Perfekt. Okay, bringt einen guten Ice Golem. Ich glaube, der spielt 2.6. Aber er hat. Warum hat der Bats und warum hat er eine Crackerin? Okay, das ist doch kein 2.6. Das ist sowas ähnliches wie 2.6. Weil der Bats und Crackerin, das spielt man normalerweise nicht. Aber egal, wir sind jetzt am Führen. Haben schon mal fast seinen Turm. Ja, das ist kein. Das ist. Ja, das ist kein 2.6. Das kann nie neben 2.6 sein, weil. Ja, ich würde Lambaloon. So, jetzt machen wir unseren King Tower an. Perfekt. Okay. Also gerade sind wir echt gut am Führen. Perfekt. Also gerade läuft es echt gut. So, was können wir jetzt machen? Wir können unsere Magier hinten spielen für die Evolution. Perfekt. Wir können ja eh jetzt machen, was wir wollen, weil wir sind eh jetzt am Gewinnen. Okay, ihr bringt jetzt einen Eisgrund. Kann man machen. Die bringen jetzt noch einen Poison drauf. Okay, er hat noch eine Kanone. Also sein Deck ist echt vogelwild. Er hat einfach Kanone, dann hat er Lambaloon, dann hat er Bats, dann hat er Musketieren, Crackerin, also ein echt wildes Deck hat er da. Aber das juckt mich eigentlich nicht. Ich will einfach nur gewinnen. So. Barbaren passt sehr gut. Ja, die Musketieren ist jetzt dran leider, ist aber nicht schlimm. Wir haben jetzt unseren Evo-Ritter. Ich bin leider ein bisschen krank, Leute, tut mir leid. Hier bringen wir einfach einen Nader drauf für die Fledermäuse. Perfekt. Und jetzt bringen wir einfach unseren nächsten Grabstein auf dem Feld. Perfekt. So. Er hat jetzt eine Kanone. Ich könnte jetzt so einen Giftzauber spielen, der könnte echt gut reinscheppern. Genau. Jetzt wird sein Ballon safe kommen. Sein Ballon muss eigentlich kommen jetzt. Oh mein Gott, ich wusste es, dass seine Musketieren kommt. Ich wusste es so sehr, dass seine Musketieren noch kommt. Oh mein Gott, war das gut gespielt. Wichtig. Wir gehen jetzt einfach so rein. Genau. Wir bringen unseren nächsten Grabstein auf dem Feld für seinen Ballon. Nächsten Phönix hinten. Und ich glaube, das war es sogar schon. Ja, weil das kriegt er nicht mehr verteidigt. Er hat jetzt seine Crackerin hier. Die wird jetzt auch nichts bringen, weil wir haben jetzt einfach einen Poison und einen Barbarenfass. Perfekt. So, Zeit läuft leider. Perfekt, jetzt gehen wir nochmal rein. So, das wird nichts mehr, das wird nichts mehr. GG, erste Runde haben wir direkt gewonnen, das war echt gut gespielt von mir. So. Eine Krone leider. Oh, eine Riesentruhe. Eine Riesentruhe ist geil, eine Riesentruhe ist echt geil. Die öffnen wir direkt mit einem Thronschlüssel. 5000 Gold, ja, Prinz. Oh mein Gott, 300 Bomber, 60 Raketen. Ja, ich habe schon alles auf 14, leider. Ich krieg halt noch Elite-Joker. 50 seltene Joker, geil. 6000 Gold, schmeckt auch. So, jetzt könnten wir sogar hier hingehen und unseren Barbaren-Hütte auf Level 14 bringen. Perfekt.
Dann hätten wir die nächste Karte auch schon auf 14. Und den Phönix haben wir auch schon bald auf 15, ne? Das ist auch geil. Das ist wirklich auch geil. Jetzt haben wir unseren Barbarenhütte. Level 14. Level 14, richtig geil. Wir machen jetzt schon Progress. Perfekt. Das läuft jetzt schon gut. Das läuft jetzt schon gut. Jetzt haben wir nur noch unseren Heilgeist, den wir auf 14 bringen müssen. Das können wir zu Elite Joker umwandeln. Perfekt. Perfekt. So. Jetzt gehen wir direkt in die nächste Runde rein. Let's go. Wenn wir die nächste Runde gewinnen, dann sind wir Liga 3. Dann sind wir Liga 3. So. Ritter hinten für die Evolution. Jetzt spielen wir gegen so einen Gegner, der einfach nur Sternchen seinen Namen hat. Er bringt sein AG. Wir bringen einfach Magier und einen Grabstein. Das sollte schon eine gute Defense sein für den AG. Ja, kein Hit. Perfekt. So, er hat jetzt einen Infernoturm AG. Digga, er spielt Infernoturm AG. Echt wildes Deck. Digga, was soll das? Kann man das mal jemand erklären, was das sein soll? Ich wollte halt nicht den Ballon zum King Tower ziehen, aber hab's jetzt leider verpasst. Zu spät reagiert habe ich es. So. Jetzt können wir so einen Barbarenfass spielen, damit jetzt ein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So ein geiler Barbarenfass. Nächster Ritter hinten für die Evolution. Oh mein Gott, Digga, der spielt AG, Skelettarmee, Inferno-Turm, Henker und Ballon. Digga, sein Deck ist Vogelwild, sein Deck ist Vogelwild. So, jetzt könnten wir so einen Friedhof bringen. Weil der hat jetzt keine Skelettarmee mehr. Oh, ich muss ganz weit husten, ja, tut mir leid. Er hat auch einen Mega-Ritter, Bruder, was spielt er da? Aber egal, wir haben seinen halben Turm jetzt. Evo Magier hinten, Grabstein hinten. Der hat jetzt einen Ballon unten, ja, im Cycle. Der Ballon ist gefährlich gerade. Perfekt, perfekt. Perfekte Defense. Einfach jetzt der Evo-Ritter davor. Er hat jetzt seinen Henker. Aber unser Magier überlebt das, oder? Nee. Leider nicht. Leider nicht. So, jetzt hat er aber keine Skelettarmee mehr. Jetzt können wir reingehen. Okay, das war dumm. Wir machen safe ein bisschen Schaden, ja. Machen wir, perfekt. Und das reicht ja auch schon. So, jetzt kommt er mit seinem Evo AG, ja. Kann er bringen. Genäht und einfach alles zusammen. Perfekt. Ja, jetzt könnte es gefährlich werden wegen dem Ballon. Das geht mir so auf den Sack, dieses Husten, ne? Phönix, Evo-Ritter. So, jetzt müssen wir reingehen. Jetzt müssen wir reingehen. Jetzt perfekter Nado. Oh mein Gott, war das ein guter Nado. Das war so ein geiler Nado. Das war's. Das war's, ja. Wir haben gegen den größten Mittlerer-Knecht einfach gewonnen. Der spielt. Digga, was spielt der da für Müll? Der spielt AG, Mega-Ritter, Inferno-Turm, Digga. Aber gar kein Problem, wir haben das. So. Okay, noch eine halbe Stunde für den AG. So, 10 epische Joker. 9000 Gold. Und ja, das war's. Jetzt direkt in die nächste Runde rein. Unser Timer läuft. Perfekt. Oh, ich habe so Halsschmerzen. Deswegen muss ich auch ganz weit husten. Okay, der Lockbait spielen. Weil der hat jetzt einen Koboldfass gezeigt. Ja. Er spielt kein Lockbait, er spielt Koboldfass, Holzfäller. Aber wir lassen ihn mal kochen. Ja, bringen wir noch einen Mega-Ritter davor. Machst du gut.
So. Jetzt werden wir den King Tower aktivieren, indem wir so einen Ritter spielen. Wir kassieren jetzt ein bisschen Schaden, ja. Aber dafür haben wir jetzt den King Tower. Der Holzfäller soll mehr machen. Perfekt. So. Wir haben jetzt ein bisschen Schaden kassiert, 300 Schaden oder 400 Schaden. Aber das können wir noch aufholen, weil wir haben den King Tower jetzt aktiviert. Der wird jetzt nicht mehr so einfach durchkommen. So. Jetzt können wir unseren Phönix hinten spielen. Sein Mega-Ritter kommt, okay. Kann er machen. Okay, das ist gut. Jetzt haben wir sogar einen Poison, den wir drauf spielen können. Damit seine Quäkerin da drauf geht. Die geht drauf, perfekt. Oh, er hat einen Spiegel. Gar kein Problem. Wir haben jetzt schon gewonnen. Das wird er nicht mehr comebacken. Das wird er nie im comebacken. Wir bringen einfach einen Grabstein. Weil ich weiß, dass er noch ein Koboldfass hat. Deswegen bringe ich keinen Barbarenfass. Magier. Barbarenfass. Perfekt. Perfekte Defense. Okay, seine Crackerin. Evo Crackerin. Einfach ein Poison drauf. Er hat seine ganze Kobold-Gang in meinen Poison reingespielt. Perfekt. Ah! Oh mein Gott, das war knapp, das war knapp. Ich hatte kurz Eier wegen dem Mega-Ritter. Aber alles okay. Nächster Ritter. Oh Gott, Digga, das wird noch ein bisschen knapp werden, habe ich das Gefühl. Nächster Grabstein. Jetzt werden Poisons und Graveyards gecycelt. Poison, Graveyard. Da muss ein Kobold Gang reinspielen. Ja, da kommt die Kobold Gang. Perfekt. Perfekt. Wichtig. So, Nador reicht leider nicht aus, soweit ich weiß. Nächster Graveyard. Kommt perfekt und das war's. Richtig, Digga. Richtig, Alter. Junge, wir machen das richtig gut, ne? Das gefällt mir. Oh, Turmtruppentruhe. Die öffnen wir direkt. Perfekt. Ja, okay, Kanonier haben wir schon auf 14, leider. Wir kriegen auch wieder Elite Joker. So, jetzt haben wir noch eine Kronentruhe, glaube ich. Ja, perfekto. Die öffnen wir auch. Was ist das hier? Okay. Hier liegt so viel Müll auf dem Tisch. So, jetzt haben wir unseren nächsten Elite Joker 5000. Und wir haben diesen Bowler Emote. Okay. Kann man auch noch mitnehmen. So, jetzt haben wir unseren Phoenix Joker auf Level 15. Perfekt. Auf Level 15 haben wir unseren Phoenix. Boah, guck dir mal die diese XP da oben an. Die ist so hoch gegangen, ne? Jetzt als nächstes der Evo Magier. Den möchte ich auch gerne auf 15 bringen. Und nach den Evo Magier habe ich eigentlich vor, den Little Prince auf 15 zu bringen. Genau. Warum rutscht meine Kamera? Jetzt gehen wir mal auf Sammlungen. Hier haben wir noch 10 von diesen hier. Die möchte ich gerne auf den Blitz drauf machen. Perfekt. So. Jetzt in die nächste Runde rein. Let's go. Huh. Es ist so heiß hier gerade, ne? Gegen Harfer aus Nova Peru. Okay. Ritter direkt hinten. Wir haben immer einen Cycle haben. Direkt Ritter hinten. Hier einfach Nado drauf. Ein Hit leider. Ist jetzt ein schlechter. So. Er spielt jetzt Er spielt jetzt Lockbait. Weil der hat jetzt Prinzessin gezeigt und Dings gezeigt. Valkyrie. Und damit kann sich jetzt feststellen, dass er ja. Dings spielt, Lockbait. Wieso kann ich nicht reden, Digga?
Okay. Gute Defense schon mal fürs Anfang. So. Ritter hinten. Hier kommt jetzt der nächste Poison. Okay, wenn er jetzt ein Koboldfass bringt, dann bringen wir keinen Barbarenfass, weil wir haben den ähnlichen Cycle, sondern wir bringen jetzt einen Nader, um den King Tower zu aktivieren. Ja. Und da kommt er. Ja, das hat leider nicht geklappt. Hat der gut gespielt. Dann bringen wir jetzt einen Grabstein für seine Prinzessin. Poison. Das könnte jetzt schwer werden, Digga. Das könnte jetzt wirklich schwer werden. Ja, ich will jetzt auch kein Magier reinspielen, weil es könnte auch sein, dass er ein Poison hat. Ja, das ist ein bisschen zu viel Damage. Das ist wirklich viel zu viel Damage, was wir jetzt gerade kassiert haben. Das gefällt mir gerade nicht so. So. Oh, Schaden, wir machen guten Schaden. Wichtig. Digga, wir haben fast unseren Schaden ausgegleicht. Ausgeglichen, was ausge. Nicht dumm. Okay. Jetzt bringt er eine Rakete. Okay, der bringt eine Rakete auf den Ritter. Das sehe ich zum ersten Mal wirklich. Der ist safe überfordert. Dann bringen wir unseren Nade für seine Kobalt Gang. Und das wusste ich doch. Richtig. Nächster Grabstein. Für seine Prinzessin, die kommen könnte. Kommt nicht. Digga, warum bringt der Raketen auf meinen Ritter? Ist der dumm? Digga, wie soll solche ekelhafte Spieler facen? Der bringt Raketen auf meinen Ritter. Nicht auf den Magier, sondern auf den Ritter, Digga. Das ist doch überdumm. Nächster Barbarenfass. Jetzt könnt ihr eine Rakete bringen. Jetzt würde ich es auch verstehen, aber doch nicht auf den Ritter, Digga. Er bringt jetzt eine Rakete, kann man machen. Poison schnell. Oh, ich glaube, das könnten wir verlieren, ja. Ich habe kein gutes Gefühl, weil der ist ein Leben gerade am Turm. Aber Evo-Magier können wir jetzt hinten spielen, weil seine Rakete wird jetzt nichts bringen. Er bringt ihn natürlich trotzdem, weil er ein Lockbait-Spieler ist. Der Klassiker. Ja, das war's leider. Komm. Ja, natürlich muss auch BM, ja. Aber wir sind schon Meister 1, ne? Wir sind schon Meister 1. Ja, dann brauchen wir nicht mehr viel für Meister 2. Okay, das ist krass. Das ist echt krass. Mamat. Mamat aus einem arabischen Clan, okay. Evo-Ritter hinten für die Evolution. Er spielt auch Lockbait. Ja, zwei Hits sind jetzt nicht so geil, muss ich schon zugeben. Okay, wir bringen jetzt unseren Graveyard, der hat vieles rausgespielt. Oh, der Skelette, der hat keine Kobold Gang. Poison, er hat einen Poison. Poison ist jetzt nicht so geil gegen Graveyard. Aber weil er jetzt sein Poison rausgespielt hat, können wir jetzt einen Magier hinten spielen, weil jetzt hat er kein Poison. Ach so, er hat ein Spiel. Man spielt heutzutage was so Graveyard, man. Dings. Lockbait mit Spiegel, ne? Graveyard mit Spiegel würde ja keinen Sinn machen.
doch. Ich wusste es auch, dass er seine Prinzessin spielt. Er bringt kein Poison, ja. Aber es wird Damage, wenn er kein Poison bringt. Ja. Das war schon jetzt, ne? Jetzt hat er seinen Ritter auf dem Feld. Jetzt könnte er seinen Kobold fast bringen. Oder so eine dumme Prinzessin, die einfach nichts bringt. Evo Magier davor. Oh mein Gott, der Magier ist gestorben. Wichtig. Mein Magier ist einfach nicht gestorben. Das war so wichtig, ne? Nächster Graveyard, weil jetzt hat er kein Poison mehr und er hat auch keine Messer mehr. Er muss eine dumme Prinzessin spielen. Wir bringen jetzt. Oh mein Gott! Die Evo-Skelette gehen einfach drauf. Wichtig. Spawn. Schade. Nächster Ritter hinten. Der könnte jetzt seine Prinzessin spielen, deswegen bringe ich hier so einen Phönix. Er bringt keine Prinzessin. Er bringt sie hinten. Okay, sehr interessant. Dann bringen wir einfach Graveyard Poison. Wichtig. Nächster Ritter hinten. Mann, es reicht doch mal jetzt. Magier hier hin. Ja, was ist das? Ja, das war jetzt ein bisschen dumm von mir. Digga, er cycelt seine Poisons. Nee, ne? Nein. Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Oh mein Gott, wichtig, Junge. Das wird nicht funktionieren, Alter. Boah, Bruder, ja. Hätte sein Müll jetzt funktioniert, Doppelpoison, also Spiegel, Digga. So, ein legendärer Joker, perfekt. Tut mir leid, dass ich nicht so viel rede, Leute, weil ich konzentriere mich gerade wirklich sehr. So, letzte Runde, glaube ich, für Meister 2. Gegen Arcane FF aus Kevin. Wir bringen jetzt unseren Grabstein auf dem Feld. Aufs Feld. Okay, er hat jetzt einen. Dann bringen wir einfach mal Magier für den Flächenschaden. Boah, ich muss irgendwas jetzt nehmen, ja. Irgendwelche Medikamenten oder so, ja. Ich muss mal einen heißen Tee trinken für meinen Husten, wirklich. Perfekt, Enedo. Richtig, okay. Sehr schöne Defense. Sehr schöne Defense. Nächster Grabstein. Kein Hit vom Magier. Okay, Giant, Nachthexe, Fischer. Kann man machen. Stack. Okay. Bringt da was? Wenn er nichts bringt, dann bringe ich jetzt einfach. Ja, einen Phönix. Okay. Ja, das war klar. Ach so, er hat noch einen Ballon. Boah, was eine gute Defense, Mann. Das ist doch eine leckere Defense, ja. Der Arme, ja. Perfekter Grabstein für beide. So. So. Wir haben zwar noch gar keine Kraft, aber wir haben auch ganz wenig Schaden zugelassen. Und das ist sehr gut. Oh, scheiße. Magier gefällt.
Jetzt könnte es sogar krachen, weil jetzt haben wir keinen Magier mehr. Poison spielen. Dann noch ein Barbar. Nächster Magier. Sehr schön, sehr, sehr schön. Rein. Er hat einen Ritter. Oh, das wird Damage, das wird Damage. Oh mein Gott, wir haben guten Schaden gemacht. Richtig. Rein. Rein, 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 rein. Nächste Nachtwechsel kommt von ihm. Junge, der Magier hat so eine gute Value bekommen, ne? Der Magier hat den ganzen Ritter auseinandergenommen. Perfekt. Jetzt wird gleich sein Void kommen. Sein Void muss jetzt kommen. Wir müssen dagegen aufpassen. Barbaren passt für seinen Magier. Wichtig, er hat seinen Void gefailt. Perfekter Nado. Perfekter Nado. Und das war's. So ein geiler Nado gewesen, Digga. Dieser Nado war so wichtig, ne? So, wir haben es jetzt geschafft, Meister 2 zu kommen. Ich hole noch kurz die Belohnungen ab. Dann noch die Kronentruhe. Wichtig. Und so. Wir haben gesagt, dass wir bis Meister 2 pushen werden. Wir haben Meister 2 geschafft, Leute. Und ja, da würde ich jetzt im nächsten Video Richtung Meister 3 oder Liga 7 pushen. Und ja, das war's dann jetzt eigentlich auch. Habt Spaß, bleibt gesund. Bis